Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Willkommen zum C-Day, Panflam. Alter, ich bin zu spät, 2 Minuten. Ich habe eine U-Bahn zu spät genommen, weil Arbeit noch gerufen hat. Und ich hätte fast zu spät ein Glücksei gezündet. Alter, ich bin direkt raus, Glücksei an. Also ich habe einen Rocket Stop gemacht, deswegen U-Bahn hoch, Rocket Stop gemacht. Und ich so, oh mein Gott, 11 Uhr. Direkt Glücksei an und bam, direkt eine Sekunde danach kam schon der erste beste Freund rein. Huh. Ja, auf geht's. Und danach, sehr überraschend, wegen gestern Schild und Schwert ist jetzt Galla Smogmog am Start. 14 bis 15 Uhr, der wird sich auf jeden Fall gegönnt. Und bam, erstes Panflam direkt shiny. So. Guter Start. Jetzt müssen wir noch die anderen Leute hier finden. Gönnen wir uns jetzt ein shiny 100er. Nee. Aber ein 100er bräuchte ich tatsächlich. Mann, hier geht's ab. Viel Spaß, viel Glück, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Gerade alle Geschenke aufgemacht. Ihr habt leider die besten Freunde verpasst, aber Grüße gehen raus an alle. Und schon das zweite Shiny Panflam. Ein guter Start. Jetzt muss ich nur noch die anderen finden. Schauen wir doch mal. Nicht, dass sie irgendwie bei einem 100er sind. Und Nummer 3. Ich habe mir überlegt, rumzulaufen für die Quest, um einen 100er aus der Quest zu bekommen. Hätte ich das letzte Mal auch machen sollen. Aber werde ich jetzt, glaube ich, machen dann. $410 angeblich aus der Quest. Wenn ich das richtig so gehört habe. So, wir holen uns ein paar Quests ab. Laufen jetzt durch die Innenstadt. Machen so eine Art Quest-Day. Und schaut mal, was wir gefunden haben. Ein Lapras. Nein, die gönnen uns. Nee, oh Mann. Egal, 100er Panflam muss kommen heute. Shiny Nummer 4. Kann das sein? Ich glaube schon. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Richtung Innenstadt laufen, Richtung da, wo die vielen Stops sind. Also Richtung Odeonsplatz erstmal und dann die Farmroute einfach ablaufen. Es sei denn, der hier ist 100. Nee. Endlich mal wieder ein Shiny. Eine Stunde ungefähr ist vorbei. Questtechnisch haben wir eine Menge gemacht, aber die Quest, wo Panflam rauskommt, ist nicht so häufig bisher. Und von denen, die wir gemacht haben, leider kein 100er dabei gewesen. Aber naja. Kommt vielleicht noch. Back-to-back Shinies. Das haben wir doch gerne. Das ist dann Nummer 5 und 6 gewesen. Ich habe bei dem anderen die AV nicht gecheckt. Aber seht ihr am Ende, falls ich einen guten bekommen habe. Ich habe, glaube ich, ein paar Zehner am Start. Habe ich einfach eingeschmissen, weil ein bisschen Action. Ohne Sterncheck, ohne Staubbonus, einfach Action für euch. Gönnt euch. La Vita. Interessiert mich nicht. Es sind übrigens 9. Barschwa. Interessiert mich nicht. Und eine Stunde haben wir noch und es geben langsam die Stops aus für die Quests. Manfaxo. Interessiert uns leider nicht. Huhuhu, schauen wir mal. Tunnel interessiert uns leider nicht. Oh Mann, ey. Ich geh mal kurz einen Stop, dann, damit wir weitergehen können. Und. Schilderus interessiert uns. 480. Und Barschwa interessiert uns leider nicht. Kunstpavillon, interessant. Oh mein Gott, Polygon. Ich glaube, da muss ich es nicht mehr sagen.
Cazador interessiert uns. Sehr, sehr, sehr. 504 klingt nicht nach 100, ja. Oh mein Gott, ist so schlecht. Ich glaube, das war's. Noch ein bisschen rumlaufen und dann müssen wir raiden. Huh, Zeitsprung, Leute. Wir waren gerade am Sendinger Tor, wollten die Raid-Stunde starten. Kleines Update. Was kam rein? 100er. Grüße gehen raus an Oksana. Hat sie mir direkt gemeldet, direkt runter in die U-Bahn. Problem ist, er wäre noch lange drin da gewesen. Aber um 14 Uhr endet ja der C-Day. Dementsprechend wäre das dann zu Ende gewesen. Und despawn gewesen. Aber, da ist er. Questen umsonst gemacht. Saftig. Grüße gehen raus an Tobi und Oksana. So, noch einen spontanen Glückstausch reinquetschen hier. Mit dem Kollegen, Grüße gehen raus. Der hat mir damals Clipper getauscht. Auf Risiko habe ich mein ältestes Dragon hergegeben. Und es ist Glücks geworden. Jetzt im Nachhinein natürlich mit den ganzen Glücksfreunden. Aber trotzdem. Und für seine gute Tat kriegt er jetzt mein letztes Shiny Mewtwo. Und wir gönnen ihm ein 100er. Wobei das Dragon damals ist 100 geworden, glaube ich, bei ihm. Oder 98 oder sowas, also sehr gut. 96. So, 23,87 für den Kollegen und für uns. Habe ich nicht gesehen. 3 Minuten haben alle noch. Und dann raiden hoffentlich diese Gruppe an Leuten. Schon auf seine Reaktion. Okay. Ist okay, sagt er. Mittelfeld. Aber trotzdem nice. Wie fährt's denn? 13, 13, 15. Wir nehmen ein Galas Mokmok mit. Ich habe eine Truppe gefunden. Ihr wisst ja, ich habe mich aus der Innenstadt entfernt. Ich dachte, da geht's jetzt ab mit dem Raid, aber ich musste das 100er holen. Jetzt habe ich eine Truppe gefunden. Problem ist, die machen nur ein paar X-Raid-Arenen. Und nicht einfach so viele Galas-Mokmok wie es geht. Ja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich ein, zwei Leute. Ansonsten. Ja. Duo-Versuch. Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist ein Vierer. Keine Ahnung. Vielleicht wird es auch direkt ein 100er, dann ist eh egal. Bin gespannt. Sehr, sehr gespannt, Leute. Schauen wir doch mal. Stell euch mal ab fürs Fangen. Nett. 1586, okay. Shiny! Nicht mal. 1583. Oh mein Gott, 1622. Okay, vergiss es. Der ist mega schlecht. Der ist mega schlecht. Sollte aber keinen neuen Dex-Eintrag geben. Ist ja nur eine andere Form. Und nicht vergessen, entwickeln müssen wir auch noch. Machen wir eigentlich direkt jetzt. Ein paar Shinies. Ausbeute erstmal. Könnt ihr gleich sehen. Meine Ausbeute ist ein Shiny Dressler. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Shiny Panther. Davon entwickeln wir den stärksten. Und dann noch den 100er. Max on Monday wird dann natürlich gemaxt. Saftig, Mann. Saftig. Inferno.
91er ist 15,22, 16,22 ist 91er, also weit entfernt. So. Das ist noch ein Panferno, müsst ihr jetzt nicht sehen. Den entwickle ich einfach durch. Dann schauen wir mal, wie viele noch gemacht werden. Wir sind wieder zu Hause, Leute. Ich habe nach dem C-Day noch ein paar Gehen gemacht. Musste sein, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen nachdenken, dies, das. Gala Smog Mog, leider nur 4 gemacht. Ich hätte so gerne eine krasse Rage-Stunde 14, 15 Stück gemacht und dann noch alle, die über sind, also die nach der Stunde noch offen sind, aber die Leute hatten kein Interesse, leider. Die haben nur ein paar X-Raider gehen getriggert und das war's dann. Echt schade, ich hätte gern so viele gemacht, wie es nur ging. Grüße gehen raus an AJ, der hat nämlich so viele gemacht, wie es ging. Aber dadurch, dass wir uns noch in letzter Minute den 100er geholt haben, ja, dadurch sind wir irgendwo gelandet, wo halt nicht viel geradet wird, leider. Ausbeute war okay. Natürlich, der 100er ist Highlight top, mehr will ich nicht. Ich würde alle meine Shinies dafür eintauschen. Müssen wir zum Glück nicht. 10 Shinies habe ich bekommen. An sich, ihr wisst, ich sag's immer wieder, man braucht gar nicht so viele. Diesmal habe ich auch nicht alle entwickelt für irgendwelche Tausche irgendwann mal, denn nie will jemand irgendwas tauschen. Jeden Seeder entwickle ich 1, 2, 3, 4 Stück durch, damit die halt die Seeder Attack haben. Wollte bisher keiner, also habe ich es gelassen. Ich habe einen entwickelt für mich selber, das war's dann. Den ich wahrscheinlich auch nicht brauche, also den kann ich auch eigentlich dann hergeben. Den 100 habe ich entwickelt und der wird Max on Monday gemaxt, also übermorgen. Sonst noch recht erfolgreich, eine Menge Quests gemacht. Die Quests waren eher nicht erfolgreich, denn da habe ich keinen 100er bekommen, aber brauchen wir ja nicht, dementsprechend. Aber dazu kommt noch ein Video demnächst mal, denn dadurch, dass halt diese neue Quest da sind mit den ganzen Fange so und so viele Pokémon vom C-Day und die Möglichkeit, dass das C-Day-Pokémon aus der Quest kommt und dadurch, dass es halt aus der Quest ist, hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es gut ist, anstatt einfach so wild zu fangen. Und das erinnert natürlich stark an den Quest-Day. Wie gesagt, dazu kommt noch ein Video. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie viele Shinies habt ihr gefangen? Habt ihr mehr gefangen als ich? Aber das war's von mir, Leute. Ich bin zufrieden. Ich hatte einen guten Tag. Ich habe auch noch einen Shiny Nebulak bekommen aus der Quest. Shiny Trasse habe ich bekommen. Shiny Polenta habe ich mir ertauscht. Wie gesagt, eine Menge Arenen gemacht. Arenen machen Beste. Danach fühle ich mich immer echt befriedigt. Echt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, check den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.